Und hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Space Engineers. Mit dabei ist wieder der Break, der LOM Break mit vollem Namen, mit vollem Nick. Ja, wie immer halt. Servus. Ich begrüße ihn, das ist der Herr an Blau dort. Der Geist ist gegenwärtig, sinnlos hin und her fliegt und ja, die letzten Reste seines Schiffes da auseinanderbaut, das er so glanzvoll im ersten Part geschrottet hat, indem er in mein Schiff reingeflogen ist. Ja, das wird dich... Das wird dich Ewigkeiten verfolgen. Ja, das wird mich ewig verfolgen und du wirst Ewigkeiten Albträume dafür haben. Ich hab keine Albträume. Ich weiß, dass du ein grottenschlechter Fahrer bist. Von daher... Ein grollmenschlechter Fahrer? Grotten, nicht grollmen. Ich sammle hier mal das ganze Eisenerz noch auf, was du da liegen lassen hast. Liegt da was rum? Ja, ja. Der Meinung, das hatte ich vorhin eingesammelt. Okay. Das hast du bestimmt eingesammelt, kurz bevor du den Disconnect hattest. Kann natürlich auch sein. Würde ich meine Hand jetzt für nicht ins Feuer legen. So, dann fliege ich mal wieder ein bisschen wieder zurück zur Station, weil ich habe das Schleifgerät mitgenommen statt dem Bohrer. Verdammt, ich wollte nämlich ein bisschen Uran abbauen. Magst du mitkommen? Uranabbau, wo ist das Schiff? Es ist fast fertig. Aber du kannst es da noch fliegen lassen, also das lohnt jetzt, glaube ich, nicht mehr. Na, die Triebwerke, die noch da sind. Ach, sind noch Triebwerke da? Ja. Okay, auf zu den Dingen und die Triebwerke noch wenigstens abbauen. Die Triebwerkkomponenten sind dann doch ein bisschen wertvoll, ne? Ja, so ein bisschen. Aber der Rest, das sind ja bloß in Anführungsstrichen nur noch Stahlplatten. Ey, wenn ich das jetzt hier so meine Trägheitsdings ausmache und so Richtung der Station fliege... Und das dann loslasse, ob das dann automatisch bis zur Station driftet und ich rechtzeitig ankomme, es wieder einzusammeln? Nein, ich probiere es lieber nicht aus. Aber die Idee verstehst du dahinter. Ja. Das ist schön. Da bräuchte man, das wäre ein cooles Spiel. Space Engineers Bowling. Space Engineers Bowling. Ich bin ja schon mit der 2 Schritte voraus. Weißt du, an was ich denke? An den Modus bei Pilot Wings, wo du auf die Zielscheibe schießen musstest. Oh ja, den gab's ja auch, mit so einer Kanone war das, oder? Boah. Die habe ich nie so richtig gerallt, weil da gab's eigentlich, wenn du... War das nicht, wenn du getroffen hast, dann hat sich dann das Ziel verändert? Weil, je genauer du Special in der Mitte halt getroffen hast, desto mehr Punkte hast du halt gekriegt. Den Sinn von diesem Modus habe ich bis heute nicht gerallt, aber das ist ein anderes Thema. War auf jeden Fall geil. Geil, oh Mann. Ich hab mich bei einem Game bis dato noch niemals so weggeschmissen vor Lachen wie da. Jetpack anmachen? Achso. Das sieht so aus, als ob du einfach nur 2 Kilometer jetzt erstmal nach unten fällst. Ja, nö. Die zwei hier hinten, die driften auch so ein bisschen einzeln gerade rum. Oh. Machst du denn? Ich hab nichts gemacht, ich hab die angefangen abzubauen, das war vorher schon. Du bist nicht Bart Simpson, von daher, nein, du hast was gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Sehr gut. Sortieren tue ich danach. Scheiße, kann man nicht bewegen. Geht nicht. Kannst nicht anecken und die verschieben. Echt, dann kann ich einfach dagegen batschen. Ich bin da gerade mit voller Karacho dagegen gebatscht. Das ist nichts passiert. Ich habe nur noch 16% HP gehabt. Wow. Sounds so gut da. Einpacken und wieder losfliegen. Automatische Einpacken funktioniert immer noch nicht, wa? Nee, irgendwie nicht so richtig, er ist voll dumm. Macht sich wieso? Ja, das finde ich jetzt auch komisch, ehrlich gesagt. So richtig komisch finde ich das. Weil vor allem eigentlich da, wo man ja dran drückt, das müsste als erstes aufploppen, ne? Das einzige, was wir machen können, mal den Reaktor. Einfach von den Dingern wegstellen. Soll ich das mal anfangen? Was? Den Reaktor von den Dingern wegstellen? Wieso das? Naja, den Reaktor jetzt hier irgendwo ins Eck stellen. Oder an den Schwerkraftgenerator nebendran oder so, damit es einfach cool aussieht. Irgendwie so. Ich mach das mal, okay? Dann bau lieber halt einen zweiten. Den da wird er zermatscht. Okay.
Oh, ich habe kein Schweißgerät. Oh, ich habe das Licht die ganze Zeit an. Deswegen war das hier alles so hell. Das macht natürlich Sinn. Bin ich blöd. Sag nix. Kennst meine Antwort, dass seit Jahren dieselbe ist? Ja, du bist es. Von daher. Herstellungskomponenten, Metallgerüst. Oh. Aua. Jetzt bin ich gerade zu dolle dagegen geflanscht. Bist du kaputt gegangen? Ja. Stahlrohr groß, Reaktorkomponenten. Ja. Hier liegt noch meine Leiche. Looten, looten! Jan, wo du da noch elendig am Umschweißen bist. Ich brauche noch einen Stahlrohr, scheiße. Kommst du jetzt mal hier hinter? Der liegt so schön im Schatten. Ja, der liegt so schön im Schatten. Aber er ist ein Gegner. Ich. Enemy spotted. Also ich kann mich looten. Ich? Ja. Das ist cool. So, Reaktorkomponenten brauche ich jetzt. Motor-Triebwerkkomponenten, Triebwerkkomponenten. Das sind Triebwerkkomponenten, scheiße. Wir haben keine Reaktorkomponenten. Hatte ich nicht welche in Auftrag gegeben bei mir? Oh, ich falle. Weiß ich nicht. Das kann durchaus sein, dass du nur noch... Ich glaube, ich habe die alle wieder verschrotten lassen, dass man noch 100 Stück, die du da hast, machen lassen. Oh, was kannst du eigentlich? Einmal mit... Richtig tolle Sachen kann ich. Ja. Dann kann ich das schon mal einbauen. Motor. Scheiße. Und 25 Computer. Oh. Achso, okay. Motor, wie gesagt, so. Sammel mal lieber hier das ein, was hier unten rumfliegt. Warte, ich brauche noch Computer und dann komme ich. Achso. So. Was fliegt hier rum? Hier bei mir beim Schiff. Ich habe da gerade aus Versehen ein Triebwerk kaputt gemacht. Es liegen hier noch ein paar Platten durch die Gegend. Bei dir am Raumschiff? Ja, an deinem halt. Ach, an meinem? Ja. Ach so. Ich habe mich schon gewundert, warum die nicht zu Boden fallen. Ach ja. Oh nein, nicht die großen Stahlrohre. Na gut, geht. Das passt schon, das passt alles. Nein, hier in den großen Rucksack. Können wir den ganzen Quark hier noch ein bisschen mit abbauen. Ich helfe dir. Ich glaube, die kleinen Raumschiffe, die kann man aber ein bisschen schubsen. Aber mit dem großen hier, das könnte tatsächlich schwer werden, das zu schubsen. Vielleicht mit einer Meute aus 10 Mann, die gleichzeitig dagegen springen. Weiß ich nicht. So von der Theorie her müsstest du dich auch auf das Schiff draufstellen können und dann immer im Kreis rennen, dann müsste sich das genau in die andere Richtung bewegen, ne? Von der Theorie her ist die Frage, macht das? Hat das mal einer gemacht? Das wäre verdammt awesome. Ich mein, du kannst ja mal zu Juri Gagarin gehen, ich weiß nicht, lebt der überhaupt noch, und fragen, ey, bist du mal auf deiner Kapsel rumgelaufen, hat die sich dann entgegengesetzt, der Laufrichtung gedreht? Das wäre cool. So, Reaktorkomponenten hast du jetzt in Auftrag gegeben, sagst du? Oh, scheiße, du bist schon wieder Roboter Break. Was bin ich? Roboter Break. Kannst du mal kurz gucken, wie viele Reaktorkomponenten man braucht? Obwohl, ich kann das selber noch gucken hier. Hab nichts gesagt. Kleiner Reaktor. Wow. Bin ich da. Ist ja doof. Na, dann nehmen wir einfach mal was mit. Was? Reaktor? Wo ist das? 20 Stück müssen erstmal reichen. Stockmotor, künstliche Masse, Solarzelle, Raffinerie, wo ist denn der? Es steht leider nicht da, wie viel man da direkt braucht. Also zumindest nicht bei dem Produktionsgerät. Reaktor klein, Computer, Motor. 100 Stück. 100 Reaktorkomponenten. Deswegen habe ich auch Deswegen hast 100 du... den Auftrag gegeben. Ich habe auch gerade 100 den Auftrag gegeben. Allerdings war das mehr Zufall, dass das jetzt gestimmt hat. Ein Kacknapp. Ich repariere mal den Schiff hier unten ein bisschen mehr.
genug repariert. Wir brauchen jetzt Reaktorkomponenten. X. Wenn du über die Station aus Versehen dabei bist, oben drüber wegzuflattern, dann kannst du einfach das Jetpack ausmachen und die Gravitation zieht dich automatisch sehr gut runter. Deswegen stelle ich die Felder auch immer so ein. Ne, müsste gleich fertig sein. Soll ich mal noch irgendwas in Produktion geben, wo wir gerade dabei sind? Zum Beispiel mal. Scheiße. Ja, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss jetzt telefonieren, scheiße. Kaha. Tja. So, Leute, da bin ich auch schon wieder da. Und ich habe schon wieder die völligste Orientierung verloren. Was jetzt hier Sachen angeht, ne? Sag schon. Was wollte ich jetzt sagen? Mir nochmal eine Einladung schicken. Wie lange der Part geht, Moment, das wollte ich meinen. Ja, mache. Hä? Mache? Was machen? Oh, weiter erzählen. Achso, nee, ich war fertig mit erzählen. Jedenfalls, jetzt baue ich den Reaktor jetzt fertig, weißt du? Und dann werde ich das Uran aus dem alten rausnehmen und in den neuen reinpacken. Ich stelle gerade fest, dass ich den ein wenig verkehrt rumgebaut habe, aber das ist ja egal. Uran. Hauptsache, ich sterbe jetzt nicht. Hopp. Uran reingepackt, Uran reingepackt, Uran reingepackt. Warum kann ich jetzt kein... Achso, ich brauch zwei weg. Uran reingepackt. Ich kann kein Uran reinpacken. Warum das? Hä? Müsstest du mir mal noch mal eine Einladung schicken? Achso, du bist richtig raus. Ich bin vom Server geflogen, hab ich doch gesagt. Achso, nee, ich hab verstanden, du bist einfach gestorben. So, zum Spiel einladen. Warum ist es diesmal abgestürzt? Weil ich auf dem Desktop geswitcht bin. Ach so. Ich spiele im Window-Mode, da scheint das nicht so das Problem zu sein. Window Fullscreen habe ich jetzt eingestellt. Ha. Window Fullscreen? Ist das dann borderless? Oder was? Ja, so ungefähr. Okay. So, du sagtest ja, man kann hier schon alles in aller sicheren Ruhe abbauen erstmal. Also die Prozente runterbringen. So. Und dann kann ich die ganzen Sachen da erstmal wieder reinpacken. Das erste Newtonsche Gesetz. Ein Körper in Bewegung ändert seine Geschwindigkeit so lange nicht, bis eine äußere Kraft auf ihn einwirkt. Das stimmt, glaube ich, sogar. Der Newton-Mensch schlau war. Würde es nicht stimme so bewegen, wie wir es, wie wir uns hier gerade bewegen. Was sind das hier? Ach, das sind Träger und Stahlrohre. Okay, ist klar. Also jedes Mal, wenn ich vom Server verschwinde, verschwindet mein Inventar mit mir. Oh, das ist doof. Das ist kacke. Habe ich gerade so festgestellt. Profil dabei? So irgendwas mit 60 Stahlplatten da halt. Na gut. So alles, was jetzt grobes Bauen angeht, das heißt hier Stahlplatten, Herstellungskomponenten, Stahlrohre und so weiter, ne, das packe ich jetzt da unten rein. Und jetzt hier Motoren zum Beispiel, die bleiben oben, Computer bleibt oben, Panzerglas, müsste auch unten rein, ne? Kannst du eigentlich halten, wie du willst. Ich habe eigentlich jetzt nur gedacht, dass ich da halt die Standardmaterialien reinpacke und das war's. Hm. Ich wollte jetzt eigentlich Uran abbauen gehen. Aber du hast ja schon angefangen, was zu machen. Ja, ich wollte einfach bloß die Stahlplatten ein bisschen wegkriegen. Ach so. Okay.
Ach so, du hast ja. Du willst dann seitlichen Eingang machen? Ja, das ist eigentlich wirklich. Ich will schließlich auch so eine Art Hangar noch basteln, wa? Ja, den machst du dann seitlich davon sozusagen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Das finde ich gut. Dann der Ausläufer dann. Nicht K, X drücken. Das andere so. Ding würde ich halt dann da hinten, hier hinten rein ranwappen. Wir bräuchten noch einen zweiten kleinen Frachtcontainer. Das wäre cool. Dann können wir da unser Werkzeug reinpacken. So. Bohrer. Oh, und aufladen sollte ich mich auch vorher nochmal. Gott, dein Schiff ist mittlerweile so klein, das sehe ich noch nicht mal mehr. Echt, ja? Bloß noch ein Punkt. Das sind nur noch drei Blöcke. Okay. Ah, dann hast du es ja gleich geschafft. Ich gehe jetzt schon mal Uran abbauen. Ja, dann geh halt schon Uran abbauen. Uranium. Uranium. Ich habe jetzt auch das Crosshair ausgemacht, weil man braucht es ja eh nicht in dem Spiel im Moment. Ja, ist keine schlechte Idee. Ah, da, das müsste Uran sein. Da war auch Uran. Silber. Was ist das? Was ist das? Silikon. Ah, da. Uranium. Uranium. So, du hast kein Schiff mehr. Nein, mein Schiff ist weg. Ist Uran eigentlich wirklich grauer Stein? Ich glaube ja. Ich das grüne Leuchten diese, der Comic. Die Comic-Variante davon. Das grüne Leuchten genau. Der Radioaktivität, das, was das Humor zum Beispiel am Arsch klebt während des alten Intros. Halt dieses Comic-Uran, wie du gerade sagst. Ich würde mal sagen, dieses grüne Leuchten des Urans kommt auch bloß als Hirnsagen von den ganzen Röntgenstrahlen, weil da ist ja auch irgendwie. Als Färbemittel wird ja so ein grün fluoreszierendes Mittelvariantchen benutzt. Ich habe ein kleines bisschen Uran abgebaut und Silizium. Was jetzt auch nicht so schlecht ist, aber trotzdem, das war jetzt nicht mein Ziel. Ja, du schießt öfters am Ziel vorbei. Ja, okay. Hi. Da ist er. Ich gebe es trotzdem mal in Production. Dann mach nur alles rein, was keine Miete zahlt. Ach. Alles rein, was keine Miete kostet. So. Uran, hallo. Oh, jetzt gleich viel heller. Das hier ist Silizium, glaube ich, oder so. Silikon, meine ich. Ja, Silizium Iron, stimmt schon. Heißt ja nur Silikon. Silikon. Nee, das ist ja Silicon. Das heißt ja auch Silicon Valley und nicht Silicon Valley. Weil Silicon Valley, das wäre so. Naja, so das Mekka der. Ja, ne? Plastischen Chirurgen. Silicon Valley. So, ich will ja das Uran nicht zu doll verschwenden. Alter, wie es hier rumploppt. Was ist das? Ein Stein. Aber das war auch Silizium. Oh, was ist denn jetzt hier Uran und was nicht? Da ist Uran. Schwarz ist also Uran. Schwarz, also Kohle ist Uran, ja. Kohle ist. Kohle. Genau. Hey, das ist gut. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oder wie man hier jetzt sagen würde: Uran, Uran, Uran. Uran, Uran, Uran. Ja, genau. Das war jetzt irgendwie ein bisschen vorhersehbar, oder? Viel zu sehr vorhersehbar. Zumindest bei meiner super tollen, ultimativ witzigen Wortwitzige. Ja, Joghurt, ne? Ja, Joghurt. Das kennen die Zuschauer eventuell sogar aus dem Secret of Mana Let's Play, da habe ich es nämlich, glaube ich, auch mal erwähnt. Oh mein Gott, du hast auch schon andere mit diesem Schwachsinn genervt. Ey, du fandst das witzig. Sollte auch noch witzig, das ändert aber auch nichts dran. Ändert nichts daran, dass es Schwachsinn ist, ja, korrekt. Oder Uranium. Uranium. Wow, im Vorbeiflug, ey. Ha, bin immer im Fänger hier.
Wenn man den Bohrer nicht bräuchte, ey, das wäre so komfortabel. Jetzt reicht's. Zip. So, Angle of View habe ich jetzt mal auf 90 hochgedreht, damit ich ein bisschen mehr sehe, wo das Regen fliegt. Keine blöde Idee. Keine blöde Idee. Ich habe auch mal eben noch die Feldtiefe etwas erweitert hier. Ja. Dass der bisschen weiter im Inneren halt noch zum Boden fliegt. Was du abbaust. Aber es reicht noch nicht bis zum Uran. Nee, leider nicht. Mal gucken, ob ich das vielleicht noch ein bisschen erweitere hier. Dreh's einfach mal kurz auf Max und dann sag mir, ob es runterfällt. Ich sehe es ja selber, wenn es bei mir ankommt, ne? Deswegen, aber ich sehe es ja nicht, weil ich es ja hochdrehe, du Held. Ja, ja, ich sage es ja nur. Aber es ist bis jetzt noch nichts angekommen von der Schwerkraft. Noch nichts. Aber das Gelumpe fällt runter. Hier unten auf dem Boden habe ich jetzt Schwerkraft. Ich habe Schwerkraft. Unglaublich. Erinnern wir uns ein weiteres Mal an Part 1, als du gesagt hast, das braucht man nicht so hochdrehen. Ja, am Anfang wollten wir auch noch kein Uran abbauen. So, Inventar müsste jetzt gleich voll sein. Ich stell dir mal vor, ey, du würdest jetzt irgendwo wirklich rumrennen in den Berg und das ganze Uran hier einsammeln. Und dann würde ich wahrscheinlich rauskommen wie Homer Simpson. Dick und ohne Haare? Ja. Okay. Ich hoffe, das hier ist der Ausgang. Ja! Perfekte. Das ist gar nicht mehr so blöd mit dem 90 Grad Winkel. Sieht gar nicht so scheiße aus hier. Ja, es fährt recht, aber gerade so ein bisschen hoch an. Ja, ja, aber es ist okay. So. Was sagt denn hier dein Reaktor? Nee. Da kann ich mir doch mal ein Kilo Uran rausnehmen. Weiß ich nicht, ob du das kannst. Ich nehme mir da jetzt einfach ein Kilo raus. Obwohl, da kommt gleich noch so viel hinterher, dann habe ich mir noch anderthalb mit. Anderthalb habe ich jetzt am Start. So, jetzt können wir mal vergleichen, wie die... Wow. Wie die Station aussieht auf 90 Grad Blickwinkel. Ist gar nicht so verkehrt. Hat zwar so ein bisschen fischig. Fischeimäßiges. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. Ach Quatsch. Geh. Ich baue mal noch einen kleinen Frachtcontainer. Oh, meine Fresse. Ja, gar nichts, das ist ja, als ob du Sniper spielst. Ich hab jetzt keinen Modell auf 40 gestellt gehabt. Interne Panzerung. Was hast du auf 40 gestellt? Ich habe gesagt, ich habe mal eben das Point of View auf 40 gestellt und das sieht hier aus, als ob du Sniper-Gewehr durch ein Zielfernrohr guckst. Okay. Hä? Noch mehr interne Panzerung, alles klar. Also nicht wundern, ich baue jetzt hier einen dritten Frachtcontainer gerade an. Herstellungskomponenten. Baue. Herstellungskomponenten habe ich, Steuerung klein, Motoranzeiger, oh, wir haben keine Anzeigen, doch, wir haben Anzeigen, 12 Stück noch, Anzeige und 2 Computer, alles klar.
Och, wenn wir alle so viel hätten wie Computer. Dann brauche ich jetzt noch so ein U-Ding, so ein L-Ding, so eine Abzweigung halt, ne? Plus 1. Oder da wäre ich kirre im Kopf. Stahlplatten brauche ich, okay. Ich meine, ich bin's ja so schon, aber das wird noch schlimmer. Oh. Ha, hab ihn. Na? Da. Stahlplattenherstellungskomponenten, Stahlrohr. Panzerglas 4 und noch 20 Herstellungskomponenten. Okay. Panzerglas, wo ist es hin? Da. Ich habe mir eben die Produktion von Silizium umgeändert auf Uran. Es wurde nicht produziert? Nein, es ist immer nur das, was als erstes produziert. Als erstes. Ach ja, nee, weil ich da Silizium reingepackt hatte zwischendurch, das stimmt. Ja. Und T. Und K. Handbrake. Mit der Handbremse. Control Wheels, Control Thrusters. Achso. Name. Das ist unsere. Mein. Stream. Mit großem A, wie immer. Mainstream. Der Mainstream! Sehr gut. Ich habe Fiction. Gravitationsfeldgenerator, Krankenstation. Und ein kleiner Reaktor, wo du jetzt auch mit dran darfst. Ich darf einen Reaktor dran, keine Kernschmelze auslösen. Ein Hoch auf die Kernschmelze! Max, bitte. Kontrollfeld, okay. Also Förderband kann man nicht irgendwie benutzen. Das sieht cool aus ein bisschen. Ah ja, wir können jetzt hier mal noch den Assembler bauen und so, wa? Mhm. Okay, dann gebe ich mal einen Auftrag. Erstmal ein Assembler oder ein Produktionsgerät? Was meinst du? Weiß es nicht. Beides gleichzeitig. Hm, ich weiß auch nicht, was wichtiger ist. Ein Assembler habe ich jetzt drin. Und eine Raffinerie. Die Raffinerie ist groß. Die ist groß. Ja. Yep. Und die 5. Der Assembler ist kleiner. Dann habe ich schon eine gute Idee. Er hat eine gute Idee. Das ist viel wert. Naja. Ende. Pardon. Bild auf. Ja. Oh, sie benötigen Stahlplatten. Mann, leck mir am Arsch. Ja. Das wäre cool, wenn man jetzt hier so was direkt irgendwo dran baut, an einem Conveyor zum Beispiel, dass sich das einfach für die Produktion die Klamotten selber rauszieht. Aber das geht natürlich nicht, das wäre auch unrealistisch. Aber cool wär's. Herstellungskomponenten 40, 20 kleine Stahlrohre. Und noch? Bestimmt Motoren und Computer. So. Nein, wir brauchen 4 Anzeigen. Wir haben keine mehr.
Computer was machen. Das ist ja blöd. Also für den Assembler Sachen braucht, die man mit dem Assembler baut, ja. Doch, wir haben noch Anzeigen. Scheiß die Wand an, ey. Ich bin Anzeigen nicht gewohnt. Oh Gott, dauert das lange. Oh, leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch. Also wir könnten bei mir zum Beispiel auch welche produzieren, ne? Also für Anzeige ist alles da. Das ist gut. Du kannst die Klamotten für Anzeigen ja mitbringen. Und dann können wir die hier oben bauen. Kannst du auch direkt hier unten bauen. Dann kannst du es auch hier hochbringen, wo wir sie brauchen. Dann brauchen wir nicht nochmal runter und die Zeug holen. Dann ist es einfach da. Könnt doch einfach das Schiff nehmen und hochfliegen. Wie wär's denn damit? Dann ist unten nicht mehr die Gravitation. Das musst du entscheiden, ob du bequem bist oder nicht. Wir können auch unten einfach anfangen, eine Station zu bauen. Das hatte ich eigentlich jetzt am Anfang vor, aber das wolltest du ja nicht. Nee, mittendrin so ein Stückchen Station, wo einfach nur ein Reaktor- und Gravitationsding ist. Und dann können wir uns noch so ein kleines Schiff bauen, wo was bloß Klamotten transportiert. Zum Beispiel. Geht denn da? So, der Assembler ist fertig. Juhu! Batsch! Oh, ihr verliert mal gut Energie. In dem Spiel. War gar nicht mal so hoch und hat übelst Schaden gemacht. So. Jetzt wird die Anzeigen wieder rein. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was du dann dazu sagst. Warte mal. Natürlich auch, auch machen könnten, da wir ja eigentlich vor eine Minenstation zu bauen. Wir brauchen hier unten halt so eine weite Station mit Generator und so. Und halt einen Sammler, der halt mit einem mit diesen Förderbändern nach oben dann in die Basis läuft. Ja, zum Beispiel. Oh nein! Ja. Bam, Junge. Geilomatico, ey. Geil, sozusagen.